Ihre letzten Augenblicke sind dabei erfüllt von Angst und Schrecken. So bitten wir dich für alle Opfer der Schifffahrt, auch in den vergangenen Zeiten. Für diejenigen, die im Krieg mit der Donau gefallen sind, für die Opfer von Freizeitunfällen, für die Toten der Hochwässer, für jene, die bei Brücken- und Kraftwerksbauten ums Leben gekommen sind und für die, die besonders in früheren Zeiten Tod selbst in der Donau gesucht haben. Steh du ihnen bei und führe sie in das Land des Lichts und des Friedens. Ergänze in deiner Liebe, was ihnen fehlt, damit sie dich schauen können von Angesicht zu Angesicht. Denn du bist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Als äußeres Zeichen unseres Gedenkens wollen wir den Segen Gottes nun über diesen Kranz herabrufen, der den Fluten der Donau übergeben wird. Unser Kranz ist ein Zeichen der Verbundenheit mit allen, die Opfer des Stromes geworden sind. Dieser Kranz ist Zeichen der Dankbarkeit für das Werk der Menschen, die die Gefahren des Donaustroms gewandt haben und sich für eine reibungslose Schifffahrt einsetzen. Dieser Kranz ist Zeichen unseres Glaubens an Christus, der allen, die durch das Tor des Todes gehen, Heimat im Himmel bereitet hat. So bitten wir dich, Herr, gieße die Fülle deines Segens über diesen Kranz und über alle Menschen, deren Gedenken wir heute feiern, und über alle, die hier versammelt sind, durch Christus, unseren Herrn. Allmächtiger Gott, du hast nicht nur das trockene Land, sondern auch Meere, Seen und Flüsse geschaffen. So segne nun all die Schiffe, geleite sie mit ihrer Fracht sicher durch die Fluten. Schütze Reisende und Besatzung auf ihrer Fahrt. Sei ihnen nahe, wie dein Sohn Jesus Christus den Jüngern inmitten von Sturm und Wellen nahe war und sie aus der Gefahr errettet hat. Und bring uns alle einst sicher an das Ziel unserer Lebensfahrt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich habe jetzt gemacht. Ich habe jetzt gemacht.
Ich darf dich bei uns in St. Nikola sehr, sehr herzlich begrüßen. So, und jetzt brauchen wir ganz kurz die Frau Landtagsabgeordnete Annemarie Brunner. Die habe ich von mir und die schon links und rechts. Das ist eh typisch, was am nächsten ist, das sieht man nicht. Liebe Annemarie, ich darf dir mal ein paar Grußworte bitten. Bitte komm auf da. Dann mal Platz wechseln. Ja.
hochgeschätzte, schon begrüßten Ehrengäste, hohe Geistlichkeit, liebe Bürgermeister Prinz Klaus, der ist ja noch nicht begrüßt worden diese Runde, vor allem liebe Festgäste und Ehrengäste und vor allem liebe Kinder. Es ist, sag einmal, danke, dass ich überhaupt heute da sein darf. Ich bin zwar nicht weit weg, aber ich habe es nicht so oft geschafft, weil oft andere Termine gewesen sind. Aber heute ist der Sonntag und heute kann ich einmal da sein und ich freue mich wirklich, dass ich bei diesem Fest die nötige Zeit habe, dass ich den ganzen Tag da bleiben kann, sage ich einmal so. Es ist ein Festtag der Kinder. Und wir haben mit Advent und ehrlich gesagt, dass der zweite Adventssonntag, die zweite Kerze, die wir heute anzünden auf den Adventkranzgrenzen und das Nikolausfest zusammentrifft, ist ja ganz was Besonderes. Und der Advent ist eine Zeit, die eigentlich eine stille Zeit sein soll, die aber nicht wirklich eine stille Zeit ist. Wenn man weiß, und ich war selbst gestern einkaufen, wie die Menschen von einem Geschäft zu anderen hetzen, frage ich mich, ob das wirklich der tiefste Sinn des Advents ist. Aber trotzdem, es ist eine schöne Zeit. Und es liegt an uns selbst, wie wir die Zeit gestalten. Das ist aber super. Das ist so gut. Für die Tiere.
Nikolaus! Nikolaus! Das ist ein Nickel immer!